Moin Leute und herzlich willkommen hier bei Anonymax16, hier bei einem Let's Show. Dieses Spiel heißt Renaissance Heroes und ist richtig geil. Ganz ehrlich Leute, holt euch das Spiel, es ist free to play. Und es ist ein Shooter. Und die Grafik erst, und zwar noch für den Shooter. Das ist doch wirklich was. Das ist das insgesamt zweite Match, was ich zocke. Also ich bin noch ein recht noobiger Typ, ne? Also als Hauptwaffe gibt es hier einmal eine Maschinenpistole. Und als Sniper, sagen wir mal so, einen Armbrust. Und wenn man rennt, dann hebt man, also benutzt man automatisch hier diese Keule, womit man einmal werfen kann. Und das Spiel an sich ist richtig laut, ich habe gerade schon mal leiser gemacht. Und ja, und Nahkampf machen kann. Also ganz ehrlich Leute, das Spiel ist richtig der Hammer und das Free-to-Play ist frisch rausgekommen. Ist glaube ich noch in der Alpha oder Closed Beta, ich weiß, ich bin mir noch nicht so ganz sicher. Aber wenn man ein bisschen dann ist es kein Problem. Ein Spiel dauert ungefähr so an die 10 Minuten. Ich weiß es nicht. Mein erstes Match habe ich auch Practice gemacht, genauso wie hier. Also man kann Übungsmatch machen. Das ist auch Practice, da habe ich auf einfach gespielt und ein Score von 50 zu 7 oder so. Das ist das erste Match. Schon ganz okay. Jetzt habe ich das auf, ich bin mir jetzt nicht sicher, auf normal glaube ich eingestellt oder auf schwer. Das ist eigentlich auch scheißegal, denn die Grafik ist auf voll eingestellt und diese Idee, das zu entwickeln, ist schon richtig geil gemacht. Und oh, das war eine Leiche. Kann hier glaube ich auch über Trickshotten. Ne, dafür muss man. Ah, scheiße, falsche Taste. Egal Leute, holt euch das Spiel, dann können wir zusammen zocken. Und ja, genießt einfach mal hier dieses Gameplay, das ich hier für euch erspiele. Oder verliere. Aber momentan sind wir im Gewinn. Und die NPCs, die sind schon schlau. Ach du meine Fresse. Okay, ich zocke hier auch mal mit der Maschinenpistole, damit ihr auch mal seht, wie das so ist. Alter, krass, so scheiße. Das aussieht wohl sehr gut. Ah, scheiße. Wow. Ah, Mist, er war hinter mir, ich hab den nicht gesehen. Respawn einfach mit linken Mausklick.
Also aimen in diesem Spiel ist richtig leicht. Also das ist meine Meinung. Jo, aimen ist in diesem Spiel richtig leicht. Wenn man noch ein bisschen antrainiert ist von MW3 oder so, dann ist es richtig einfach. Auch als in MW3, also hier der Arm ist richtig gut. Ich hab deren Schatten gesehen. Nicht, dass ihr euch wundert. What are you doing? Seht ihr, Leute? Die Feinde sind nicht schlecht, gut sogar. Rechter Mausklick kann man mit der Armbrust tun. Mann. Mit der Steuerung muss ich noch ein bisschen klarkommen. Und wenn ihr Bock habt, könnt ihr euch das Spiel holen. Any questions? Ja, mich fertig machen. Meine KD 17 zu 12. Ach, scheiße. Na los. Clean soul. Man kann ja auch nicht alles. Bam, weg eliminiert. Ach, scheiße. What are you doing? Leute, das auch wenn man öfters mal stirbt, das Spiel macht einen heiden Spaß. Okay, das ist ein bisschen übertrieben. I got him. Good shot. Any questions? Ah, was ich noch vergessen habe zu erzählen ist, das Leben regeneriert nicht einfach so. Man muss es schon finden. Also, das zeige ich euch jetzt mal. Wenn man zum Beispiel nur 5 Leben hat, dann gibt es hier so welche plus 5 HP Dinger. Und die heilen pro Teil, also ja, wie es schon heißt, 5 HP und du. Arsch. Du hast weggenommen. Ich zeige euch jetzt mal den Nahkampf, wenn ich so weit bin. Ah,
Let's play some more. Und so weit wie ich mitbekommen habe, geht eigentlich eine Runde 10 Minuten, also das Match. Und wir sind jetzt hier bei 10 Minuten und 20 Sekunden. Da oben ist die Uhr in der Mitte. Und wir gewinnen gerade. Ah, da drunter steht 100 Score, alles klar. Also es gibt es 100 Punkte. Und die erreichen wir doch glatt. Let's play some more. Und ich würde mich freuen, wenn ihr einen Daumen hoch machen würdet. Vielleicht doch abonniert, das liegt an euch, wenn es euch gefallen hat. Und Leute, holt euch das Spiel, das ist einfach nur der Hammer. Feinde, dass sie so gut mit dem Armbus umgehen können, das ist doch nicht zu fassen. Leute, das ist doch übertrieben. Mann, Lorenzo! Witness my power! Aber Leute, holt euch das Spiel. Ihr müsst es euch holen. Ich zock jetzt noch mal ein bisschen. Mit der Maschinenpistole. Damit ihr auch so ein bisschen abwechslungsreicheres Gameplay seht. Und Leute, schreibt in die Kommentare, wenn ihr weiter so welche Let's Shows sehen wollt. Ja, dann schreibt am besten auch das, was ich Gameplay soll, also ein Let's Show machen soll. Schreibt auch in die Kommentare, was für ein Spiel. Und ja, dann sehen wir uns auch im nächsten Video. What are you doing? Sonst wird das Video noch zu lange dauern. Und, ciao.